belegt ist, dass man niemals frei, niemals wirklich ein Überlebender ist. Und dass man aus dieser Getriebenheit schreibt oder malt, aus dem Bedürfnis, etwas auszudrücken, sich an etwas zu erinnern oder zu vergessen, was fundamental unausdrückbar und unvergessbar ist. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, jahrzehntelang waren die Arbeiten, die hier heute gezeigt werden, in aller Welt verstreut, dem Auge der Öffentlichkeit entzogen. Ja, für nicht wenige dieser Arbeiten ist diese Ausstellung eine Premiere. Das ist ungewöhnlich für die Werke eines Künstlers, der in einer der fortschrittlichsten Institutionen des Landes ausgebildet wurde, schon früh aktiv in der Kunstwelt war und Kontakt mit den wichtigen Künstlern seiner Zeit hatte. Ungewöhnlich ist dies allerdings nicht für eine Gruppe von Künstlern, deren Schaffenskraft durch das Dritte Reich zerstört oder eingeschränkt wurde. Hier geht es nicht um die bekannten Entarteten, die schon vor der Nazizeit eine Karriere hatten und deren Arbeiten nie wirklich das Bewusstsein der Öffentlichkeit verlassen haben, sondern um diejenigen, deren Werk, Leben und Werk entweder durch die Nazis beendet oder so beschädigt und behindert wurde, dass ein Eintreten in die Kunstwelt und damit Karriere und Anerkennung unmöglich blieben. Fritz Ascher ist nur einer von zahlreichen Künstlern, deren Karrieren von der Nazi-Gewaltherrschaft unterbrochen oder zerstört wurden und die selbst verfolgt, geächtet oder verbannt wurden. Die Fritz Ascher Society for Persecuted, Ostracized and Banned Art mit Sitz in New York wiederentdeckt Künstler wie Fritz Ascher und stellt sie einer internationalen Öffentlichkeit vor. Mit unserer Arbeit hoffen wir, Fragen aufzuwerfen über Individualität und künstlerische Integrität in Reaktionen auf Konditionen extremer Bedrohung und politischer Tyrannei. Ich bin sehr froh darüber, dass diese internationale Wanderausstellung, die noch in weiteren deutschen und amerikanischen Institutionen gezeigt werden wird, gerade hier im Felix-Nussbaum-Haus beginnt. Ein Museum, dessen Name synonym ist mit dem Bemühen, vergessene Kunst in das Bewusstsein der Gesellschaft zurückzuholen. Einige tausend Juden haben in Deutschland versteckt die Nazizeit überlebt, davon etwa 1400 in Berlin. Einer von ihnen war Fritz Ascher. Fritz Ascher wurde 1893 in Berlin geboren, in einer Zeit, in der sich die Stadt rapide zu einer Metropolis entwickelte, in der radikale soziale Umbrüche, verursacht durch industrielle Produktion und vermehrte Arbeitsteilung stattfinden, genährt von einem stetigen Strom Neuzugezogener. Die kommen in der Hoffnung auf ein besseres und freieres Leben in einer Stadt, die sich selbst immer wieder neu erfindet. 1914, direkt vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, ist Ascher 21 Jahre alt. Berlin ist mit annähernd 4 Millionen Einwohnern die nach London und Paris drittgrößte Stadt Europas und darüber hinaus neben Paris, München und Wien zu einer führenden europäischen Kunststadt geworden. Fritz Aschers Talent und Interesse in den Künsten zeigt sich früh. Schon als Kind will er unbedingt malen. Der Vater, Hugo Ascher, ein in den USA ausgebildeter Zahnarzt und erfolgreicher Industrieller, der selbst aus einer wohlhabenden Familie stammt, ermutigt den Sohn seiner Leidenschaft zu folgen. 16-jährig erhält Fritz Ascher das Künstlereinjährige von Max Liebermann. Auf die Frage des Vaters nach dem Talent seines Sohnes soll Liebermann geantwortet haben: Da geht ein Großer in die Welt. Fritz Ascher ist beliebt und kontaktfreudig und er ist ein motivierter Schüler. Max Liebermann empfiehlt ihn an die fortschrittliche Kunstakademie Königsberg, die von dem befreundeten Maler Ludwig Deckmann geleitet wird. Der Mitbegründer der Berliner Sezession holt seit 1901 junge, dynamische Lehrer an die Akademie, die großen Wert auf eine solide praktische Ausbildung legen. In dieser Zeit malt Ed Bischoff ein Porträt von Fritz Ascher, mit dem diese Ausstellung öffnet. Nach seiner Zeit an der Kunstakademie Königsberg kommt er zurück nach Berlin. Er studiert weiter bei Lovis Corinth, Adolf Meyer und Kurt Akte und zusätzlich an der renommierten Lessing-Universität. Im Umfeld expressionistischer Künstler wie Emil Nolde oder der Pathetiker Ludwig Meitner und Jakob Steinhardt findet er seine eigene künstlerische Bildsprache. Bei einem längeren Münchenaufenthalt befreundet er sich mit den Künstlern der Brücke und des Simplicissimus und fängt an, seine Arbeiten auszustellen. Fritz Ascher ist der einzige Sohn und das älteste Kind von Hugo und Minna Luise Ascher.
Er hat zwei jüngere Schwestern, Charlotte und Margarete. Die Kinder der assimilierten jüdischen Familie werden 1901 evangelisch getauft. Beide Schwestern heiraten nicht-jüdische Deutsche, während Fritz unverheiratet bleibt. Er wird beschrieben als Arbeiterfreund und Revolutionär. Humorvoll und kritisch hält er das Berliner Gesellschaftsleben in oft karikaturhaften Skizzen fest. Dabei stoßen semitische und arische Prototypen häufig aufeinander. Als Renaissance-Mann liebt Ascher Literatur und Musik, Theater und Oper. Er komponiert und zeichnet Bühneninszenierungen und Musiker. Besonders Beethoven inspiriert ihn zu Gedichten, Zeichnungen und Gemälden. Frühe Darstellungen des Bajazzo beziehen sich zunächst auf Ruggero Leoncavallos Oper I Pagliacci. Die Figur des Clowns, der andere zum Lachen bringt, aber selbst innerlich weint, soll ihn sein Leben lang beschäftigen. Der Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 scheint den 21-Jährigen zurückzuwerfen auf sich selbst. Während viele seiner künstlerischen Mitstreiter begeistert für das Vaterland auf das Schlachtfeld ziehen, scheinen die Ereignisse in ihm einen Identitätskonflikt zwischen jüdischer Familientradition und der Assimilation an das christliche Milieu auszulösen. Dieser Konflikt zeigt sich in Arbeiten wie dem monumentalen Gemälde Golgatha von 1915, mit dem er entscheidend von der traditionellen Ikonografie abweicht. Die Kreuze mit Jesus und den Schächern sind an den oberen Bildrand gerückt, vor den Hintergrund einer intensiv gelben Sonne. Das eigentliche Bildthema aber sind die Vielzahl von Figuren, die einem chaotischen Durcheinander auf den Betrachter zulaufen. Die Menschen sind in auffallend bunte Gewänder gekleidet und ihre Gesichter, insbesondere ihre Nasen, haben die stereotypen Züge von Juden, wie sie seit vielen Generationen von Nordeuropäern dargestellt werden. Einer mittelalterlichen jüdischen Legende zufolge hat Judah Löw, der Rabbiner von Prag, einen Golem geschaffen, ein künstlich aus Lehm hergestelltes Wesen, das die verfolgten Juden und die bedrohte Menschheit beschützen soll. Das ist ein beliebtes Thema in Deutschland des Ersten Weltkrieges. Aschers Golem ist hier in einer Zeichnung vertreten. Er stellt den Golem als kräftigen und universellen Retter der Menschheit dar und stellt damit einen Bezug zu der messianischen Gestalt Christus her. Aber Ascher setzt sich nicht nur mit messianischen Gestalten auseinander. Der Vereinsamte zeigt eine nackte, isolierte Figur, den Kopf zur Seite gesenkt, die Augen nahezu geschlossen, die vor einem stürmischen Himmel platziert sitzt. Wenngleich die Welt, in der er so alleine steht, ihn schwer bedrückt, hat er doch ausgeprägt kraftvolle Muskeln und auffallend große Hände, um dem Druck zu widerstehen, ohne nachzugeben. Genauso stark erscheint der Gequälte, ein weiteres Hauptwerk aus dieser Zeit. Der Gequälte wird von zwei Männern und zwei Frauen gefesselt festgehalten. Sein muskulöser Körper und entschlossener Blick lassen keine Zweifel offen, dass er sich widersetzen kann und wird. 1933 gerät Fritz Ascher ins Visier der Nationalsozialisten, die sofort nach der Machtübernahme ihre Listen politischer Gegner abarbeiten und Tausende von Sozialdemokraten, Sozialisten und Kommunisten und deren Sympathisanten gefangen nehmen und in Zuchthäusern und neu errichteten Konzentrationslagern internieren. Er taucht bei Freunden und Bekannten in Berlin und Potsdam unter und wechselt dauernd seinen Wohnsitz. Seine Kunst kann er nicht mehr produzieren, ausstellen oder verkaufen. Die Pogrome am 19. November 1938 enden für Fritz Ascher im KZ Sachsenhausen, wo er bis Ende des Jahres interniert wird, freikommt durch die Bemühungen des befreundeten Rechtsanwaltes Gerhard Grassmann, um nur wenige Tage später verhaftet und ins Potsdamer Gefängnis überstellt zu werden, wo er für ein halbes Jahr festgehalten wird, bis Gerhard Grassmann mit Hilfe des Propstes Grüber erneut seine Entlassung erreicht. Eine Schiffspassage ins sichere Shanghai wird verhindert. Von diesem Zeitpunkt an ist Fritz Ascher gebrandmarkt und sich akut über das Risiko einer erneuten Verhaftung und deren Folgen bewusst. Er steht unter Polizeiaufsicht und wird 1942 vom Polizeihauptwachtmeister Heinrich Räuber vor seiner Deportation gewarnt. Ascher taucht endgültig unter und überlebt mit Hilfe von Martha Grassmann den Naziterror in einem Kellerversteck der Lassenstraße 26 im Berliner Grunewald. Einer ausgebombten Villa inmitten arisierter Villen, die von Nazi-Größen bewohnt werden. Und ganz nah beim Bahnhof Grunewald, wo die Massendeportationen der Berliner Juden beginnen.
Während dieser Zeit schreibt er Gedichte. 4 Tage vor der deutschen Kapitulation verbrennen viele Arbeiten Aschers in einem Bombenangriff. Highlights der erhaltenen Arbeiten sehen Sie weltweit das erste Mal in dieser Ausstellung. Nach der Befreiung durch die Alliierten am 29. April 1945 bleibt Ascher in Grunewald und zieht in die Bismarckallee 26 zu Martha Grassmann, die ihn versteckt und versorgt hatte. Der ehemals gesellige und vielseitig interessierte Künstler lebt von nun an zurückgezogen. Er stürzt sich in seine Kunst, überarbeitet zunächst ältere Gemälde wie Beethoven oder Baiazzo, wendet sich dann aber fast ausschließlich der Natur zu, im damals absolut nicht zeitgemäßen Genre. Angeregt durch lange Spaziergänge im nahegelegenen Grunewald, kreierte er kraftvolle Bilder von Bäumen und Feldern, Sonnenauf- und Untergängen, dominiert von Licht und Schatten. Intensive Farben schaffen dramatische Stimmung. Zunehmend unabhängig von künstlerischen Konventionen wirken Aschers Naturbilder kraftvoll und energiegeladen. Bäume sind entweder dünnstämmig den Wettern ausgesetzt oder scheinen in ihrer Wuchtigkeit unabhängig von diesen. Manche Baumstämme stehen so wuchtig und dicht beieinander, dass nur ein schimmergelbes Licht des verheißungsvoll aus dem Innern des Gehölzes leuchtet. Sonnenblumen können als Ausdruck von Fruchtbarkeit und Lebensoptimismus gelten. Diese Landschaften sind Seelenbilder, die Aschers komplexes Gefühlsleben reflektieren. Eckart Gillen vergleicht Aschers ästhetische Praxis und sein Verhalten mit dem des deutlich jüngeren Frank Auerbach. Beide waren traumatisiert vom Exil, in das sie von den Nationalsozialisten gedrängt wurden. Ascher überlebte verstärkt, während Auerbach als 7-jähriger Junge mit einem Kindertransport nach Großbritannien kam, aber unwiderruflich von seiner später im KZ ermordeten Familie getrennt wurde. Beide Künstler haben sich extrem von der Gesellschaft, der Öffentlichkeit und ihrer jeweiligen Kunstszene zurückgezogen. Im eher unbewussten Wissen um ihre Traumatisierung entwickeln beide Künstler mit der radikalen Reduktion ihrer Mittel und Themen eine Art ästhetische Zentralisation in ihrer Malerei, die sie schützen soll vor den Zumutungen des Alltags und der Öffentlichkeit in einer ihnen fremden oder fremd gewordenen Umwelt. Der Zweite Weltkrieg hat 50 Millionen Menschen das Leben genommen. Sie wurden bestialisch ermordet, sind als Soldaten in Kriegshandlungen gefallen oder als Zivilisten der Militärmaschinerie zum Opfer gefallen. Über 25 Millionen wurden verletzt und das Leben von Hunderten von Millionen Menschen wurde unwiderruflich verändert. Warum beschäftigen wir uns angesichts dieser Zahlen mit ein paar Künstlern, die vergessen wurden? Ich glaube, es gibt einen einzigartigen Grund dafür. Und das ist das Beispiel des Widerstandes des menschlichen Geistes angesichts von Barbarei, den diese Künstler darin gezeigt haben, dass sie weitergearbeitet haben und damit der Hoffnung auf eine bessere, gerechtere Zukunft Ausdruck verliehen haben. Die Wiederentdeckung von Künstlern wie Fritz Ascher und ihre öffentliche Anerkennung bedeuten in letzter Konsequenz den Triumph über das Böse. Die Arbeit an Fritz Ascher war Pionierarbeit. Pionierarbeit, an der viele teilgenommen haben, ohne die wir heute hier nicht ständen. Zuallererst danke ich von ganzem Herzen meinem Ehemann David Stern, dessen permanente Unterstützung, Ermutigung und Beratung mich zu jeder Zeit in meinem Traum und in meiner Arbeit gestärkt hat. Es sind nicht viele Dokumente über Fritz Ascher erhalten. Basis der biografischen Informationen über Fritz Ascher sind seine Entschädigungsakte und Dokumente im Zentrum Judaik in Berlin. Persönliche Erinnerungen von Fritz Aschers Großnichte Bianca Stock haben einen wichtigen Einblick in die Familiengeschichte gegeben und den jungen Fritz Ascher zum Leben gebracht. Die Erinnerungen ehemaliger Nachbarn wie Verena Auerbach-Felde, Friede, Ute und Wolfgang Gustavus und von Karl Elwanger haben den reifen Menschen Fritz Ascher zum Leben gebracht, Persönlichkeit und Lebensumstände nach 1945 gegeben und die Erinnerung des damaligen Studenten Manfred Wellnitz haben die letzte Lebensphase des Künstlers erleuchtet. Ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie geholfen haben, den Menschen hinter den Kunstwerken zum Leben zu bringen. Frühe Unterstützung habe ich von Inka Bertz und Vera Bendt im Jüdischen Museum Berlin erfahren, das an diesem Wochenende eine Ausstellung über den Golem eröffnet, in der Fritz Aschers gleichnamiges monumentales Gemälde gezeigt wird. Ich danke den Kunsthistorikern, die wissenschaftliche Pionierarbeit geleistet haben. Björn Barford vom Ostpreußischen Landesmuseum Lüneburg, Eckart Gillen aus Berlin,
Ingrid Mösinger von den Kunstsammlungen Chemnitz und Ori Scholtes von der Georgetown University in Washington D.C. und Mitdirektor in der Fritz Ascher Society. Wiebke Hölzer, die ihre Magisterarbeit über Fritz Ascher im Frühjahr diesen Jahres abgegeben hat, hat wichtige Archivarbeit geleistet und Entdeckungen gemacht. Ganz besonders möchte ich hervorheben, wie wichtig Frau Inge Jena, die langjährige Direktorin dieses Museums, für die Realisierung dieser Ausstellung war. Sie war von der ersten Minute an begeistert von den Arbeiten Fritz Aschers und dem Projekt. In ihrem Sinne haben wir versucht, die Ausstellung hier in Osnabrück zu realisieren. Und ich danke allen, die daran beteiligt waren. Der Direktorin Eva Berger, der Ausstellungsorganisatorin Mechthild Kunert, Julia Ortmeier, Doro Gartmann, Ralf Langer, Deborah Rosenfeld und ganz besonders meine Mitkuratorin Anne-Sibylle Schwetter, deren Kompetenz, Kreativität und unermüdliche Energie uns alle getragen hat. Ich danke den Sammlern, die zugestimmt haben, ihre Arbeiten auf die Reise zu schicken. Und ich danke den Sponsoren, die diese Ausstellung und den umfangreichen Katalog möglich gemacht haben. Besonders dem Arbeitskreis Ausland für kulturelle Aufgaben e.V. in Berlin und der Rheinwald GmbH in Leipzig. Und ich danke all denen, die ich hier nicht namentlich nenne, die zu diesem Tag beigetragen haben. Und last but not least danke ich dem Sammler Kai Elwanger und seinem Sohn Peter Günther mit Ehefrau Eva, die meine Arbeit möglich gemacht haben und deren Großzügigkeit, Vertrauen und Unterstützung mir Antrieb und Verantwortung bleiben. Dankeschön.